Du hast einen Schnippel an der Mütze. Die neue Mütze, Lutze. Lutze hat neue Mützen gemacht. Wir haben neue Mützen. Lutze, Matze. Oder hat es aber richtig auf. Hallo Bockheide, hallo Welt, da sind wir wieder. Der Matze und Kuckuck. Lutze. Tag. Sind Ferien? Ich bin so weit weg heute. Keine Sonne scheint. Du bist doch schön dicht dran wieder. Was? Was schummelst du schon wieder an der Kamera? Guck mal, wie groß du bist. Schönes Wetter, Ferien. Alle unterwegs. Naja, heute ist ein bisschen bewölkt. Ne? Ruhig, heute war es relativ kühl. Es waren heute unter 14 Grad. Heute Morgen, als ich um 6 Uhr gestanden bin, um 6 Uhr bin ich aufgestanden. Du warst schon wieder im Urlaub gewesen, glaube ich. Ne? Ich bin heute leer im Kopf. Ich habe 3 Wochen quasi. Aber um 6 Uhr aufgestanden und dann habe ich aufs Thermometer geguckt, da war 14, noch ein Grad. Und dann habe ich eine halbe Stunde später nochmal raufgeguckt, da waren 13, noch was Grad. Ich dachte, Moment mal, wird immer kälter. Es geht abwärts. Was ist hier los in Borkheide? Gruß der Woche geht diesen Montag nach Norwegen. Der Hartmut hat sich nämlich ein neues Angelschiff gekauft. Ja, das Schiffchen hier hat sich Hartmut geleistet. Da legt er dann, glaube ich, auch. Auf welcher Etage legt man eigentlich die Angel aus? Legt er das dann wieder ins Waldbad oder was? Das Boot? Ja, kommt dann bei uns ins Bad. Ja, bring uns mal einen Fisch mit, lieber Hartmut. Und wie das man so schön sagt, Petri Heil. Ja, und er muss ja Petri Dank sagen. Sag mal. Hast du was gehört? Nö. Nee. Viel Spaß da unten. Dann muss man ein bisschen lauter rufen, dass wir das hören. Waldbad, wir hatten gerade Waldbad. 5500 Frösche gibt es da, habe ich gehört. Gäste hat man schon. Ach, Gäste. Du musst zuhören, wenn ich was erzähle. Ich dachte Frösche. Ja, dies hat man schon ungefähr 5500 Gäste. Ja, so allgemein noch ein kleiner Hinweis. Unsere Absperrleinen, die da so im Becken sind, einmal die zum 4-Meter-Turm, die dienen dazu, dass der 4-Meter-Bereich nicht beschwommen wird und man möglichst auch schnell dort rausschwimmt, damit der nächste springen kann. Wenn sich dort natürlich 4, 5, 6 Personen auf die Leine hängen, ergibt das so eine Kraft, dass uns gestern einfach mal mitten am Sonntag, wo richtig schön voll war, die Leine nicht am Rand zerrissen ist, sondern mitten im Stahlseil gerissen ist. War da Übergewichtige dran? Knack, peng, dazu kann ich mich jetzt nicht äußern. Werde ich hier auch nicht tun. Deswegen nur die Bitte aus dem Waldbad, diese Leinen bitte entweder nur knapp überschwimmen, untertauchen, untertauchen durch, aber nicht zu 6 oder 7 auf dieser Leine rumhängen. Hat in dem Fall zur Folge, dass der Sprungturm eben gesperrt ist und sonntags haben wir auch keinen Hausmeister vor Ort, der da irgendwas machen kann. Das hat eben für alle die Folge, Sprungturm gesperrt. Ich wollte ja auch nicht springen. Ja, aber viele andere wollten das. Und die durften dann nicht mehr. Da hängt die rote Leine da und ist gesperrt. So, und sicher wird das auch dann kommenden Samstag, wenn es bis dahin nicht schon repariert wurde, beim Arbeitseinsatz am 24. Schaffen wir es endlich, einen Arbeitseinsatz zu machen. Komme zu Hauf, es gibt viel zu tun. Auch gerade hinten im Regenerationsteich. Ist das Bad geschlossen? Nein, Thema Reinigung des Regenerationsteichs, ein bisschen Algen sammeln. Also Algen sammeln kann jeder, die sind dies Jahr auch gut zu greifen. Ja, also wer vorbeikommen will, bitte Vereinsmitglieder, ne, vorrangig, am Samstag dort mit zuhelfen. Die Arbeitseinsatzgebühr wird dann entsprechend auch erstattet. Okay, Sport, da gibt es noch was, ne? 30 Jahre ESB? Ach so, ja, genau, das, ja, genau. Ja? Weiterklicken, 4.300 oder 4.440 oder so Klicks sind schon drauf. Genau. Platznummer. Ja, Platznummer 7 sind wir. 7 ist ja noch gut. 7. Wir waren auf 6 schon, aber da haben sich irgendwelche vorgeschummelt. Also fleißig klicken und WLAN ausmachen und dann nochmal klicken. Und unten ist nochmal der Link drin. Ja, genau. Den Link haben wir nochmal unten drin. Und den findet man natürlich auch noch bei auf unserer Facebook-Seite von Bockheide News. Und immer fleißig klicken. Ihr müsst noch ein bisschen durchhalten. 6 Tage geht's noch. Aber wir haben natürlich schon tapfer auf vorderen Rängen mitgehalten, ordentlich. Aber naja, ich weiß ja nicht, wie viele Leute die anderen immer so kennen. Und dann muss man da schon mal fleißig bleiben. 6 Tage müsst ihr noch durchhalten. Immer mal klicken. Immer mal 2-mal klicken. Handy und PC. Genau. Geht. Handy, PC, WLAN aus, WLAN an. Cookies und löschen, Router neu starten. Haben wir nicht gesagt, immer noch mal anmachen, genau. Ja, aber ein bisschen schummeln. Aber wir schaffen das. Wir, hat das schon jemand anders gesagt, wir schaffen das. Werden wir das schaffen? Ja, das schaffen wir.
Also das eine war Bob der Baumeister. Ja, wir schaffen das. Mhm. Yes, we can. Nee, das war Horst Schlemmer. Yes, we can. Dann gibt's, ja, wir schaffen das. Die haben sie alle geklaut. Das ist doch alles geklaut. Das ist alles nur geklaut. Alles das wird auf jede Person neu zugeschnitten und mit einem anderen Logo versehen. Oder so. Am Wochenende war wieder Fußball gewesen. BSV 90 war zu Gast bei in Treuen Briezen und hat denen gezeigt, wie man nicht Fußball spielt, glaube ich, oder? Mhm. Ja, 0-8. 8-0 für den Treuen Briezener Heimverein. Mhm. Weil wir nicht da waren, glaube ich. Ich nehme mal an, Treuen Briezen hat sich gefreut. Ja, ich war tatsächlich, ich war in Berlin. Ich war im Urlaub. Mhm. Und auf dem Rückweg. Aber gut, wir wollen mal nicht meckern. Wir spielen ja selber seltenst mit. Ja, dann wäre es ja ganz aus. Das würde ich so nicht sagen. Das weiß man noch nicht. Wir haben den Test noch nicht gemacht. Ich will auch nicht. Das machen meine Knie nicht mehr mit. Und deswegen haben wir gar nicht mehr jetzt so weiter viel zu erzählen. Wir sind jetzt schon fast durch. So schnell wie es geht. Matze, du darfst dich noch mal um das Wetter kümmern. Für die nächsten 7 Tage. Ja, bleibt es so kalt? Kommt Schnee? Der Ferien. Hatten wir vorhin schon. Nee, pass auf. Ich kann jetzt noch mal hier kurz einblenden lassen von dir. 4 Sekunden das Wetter, wie es nicht sein soll. Das ist doch ein schönes Wetter gewesen. Kommt drauf an. Also erstmal danke, dass es hier nicht so war. Und es war zum Glück auch bei meinem Kurzurlaub, im Campingurlaub am Wochenende, war es auch nur ein Tag und auch nur eine halbe Stunde lang. Hat ja nicht gereicht für ein Bier. Aber wenn man da gesehen hat, was da in der halben Stunde runterkam, kann man natürlich die Dimension erahnen. Wenn das nicht aufhört über Stunden und noch ein bisschen mehr runterkommt, die Bilder sind omnipräsent, bundesweit, Bayern, Sachsen und vor allem Nordrhein-Westfalen, die es da erwischt hat, möchte ich hier nicht haben. Genau, und Sie danken sind natürlich auch bei denen, ja, geht ja an uns auch nicht vorbei, insofern, ja, wir sind nicht runtergefahren, um zu berichten, machen hier noch andere und das pausenlos, ich weiß gar nicht manchmal, ob das gut genug ist, ob das überhaupt gut ist, ständig den kleinsten Fitzel rauszukramen. Die Leute haben ganz andere Probleme momentan. Und da muss auch nicht jeder hin, der nicht mit Gummistiefeln und Schaufel bewaffnet ist. Ich glaube, die beste Berichterstattung wäre ein großes Bild und eine Spendenkontonummer drunter. Ja. Und dann würde es eigentlich reichen. Mhm. Gut, Wetter. Es kann nur besser werden, von heute aus betrachtet. Denn die Temperaturen gehen jetzt... Ja, heute war wirklich 15 Grad heute Morgen. Die Temperaturen gehen jetzt Stück für Stück wieder hoch, Richtung 28 Grad am Wochenende. Die Woche über ist es ein bisschen mehr bewölkt und Mittwoch kann sogar, wenn es ganz schräg kommt, ein Regentropfen fallen über Borkheide oder 2 oder 3. Aber, wie kommst du da drauf? Ich habe sowohl das Bild als auch noch eine andere App auf dem Handy befragt. Ah, okay. Das kann hier nicht so dargestellt werden auf dem Ding. Und der Regen, der hier Sonntag mit, guck mal, da steht 0,1 Liter pro Quadratmeter. Dieser blaue Balken ist die blanke Übertreibung. Oh. Und dieser Regen, der da Sonntag kommen soll, der bremst auch direkt vor Borkheide ab, vermutlich. Das ist wie mit den Inzidenzen. Es ist länger als 3 Tage hin. Ja, genau. Sprunghaft gestiegener Regen. Ja. Okay, also Wetter wird wieder ein bisschen wärmer werden zum Wochenende. Und die Sonne zeigt sich. Auf jeden Fall. Mehr als am Mittwoch und Donnerstag wird sich am Wochenende die Sonne zeigen. Nach jetzigem Stand der Dinge. Genau, und das war's schon wieder. Wir sehen uns dann wieder am nächsten Montag. Oh, ja. Nochmal. Bevor ich dann mal in Urlaub fahre. Wir hatten das genehmigt. Weiß ich nicht, ich habe einen Antrag gestellt. Ich warte immer noch auf die Genehmigung. Wir gucken mal. Soll ich dir das unterschreiben? Euch eine schöne Woche. Matze unterschreibt mir jetzt den Urlaubschein. Das habe ich noch aufgeschrieben. Nee, erst nächste Woche. Mitte ist bewölkt und der Regen kommt nicht. Ja, ist alles gut. Ich habe es mir gemerkt. Wir wünschen euch eine schöne Woche, schöne Ferien, schönen Urlaub, wo immer ihr seid. Wir sehen uns und bleibt schön gesund und trocken. Tschüss, sagt der Matze und Lutze. Bye, bye. Tschüss.